Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Jetzt momentan sehr viele Tomaten reifen die nach. Und ich wollte gerne euch zeigen, wie kann man auch so ein Tomaten-Basilikum-Knoblauch-Gewürz machen. Welche kann man dann überall eigentlich anwenden, nicht nur für die Tomatensalat streuen und so weiter. Das kann man bei den Gemüseaufläufen oder überbackene Gemüse im Backofen oder bei dem Fleisch marinieren kann man auch das nehmen und so sieht dann aus. Ich habe das schon pulverisiert und natürlich dazu könnt ihr auch noch ihre Lieblingsgewürze dazu machen, noch extra. Zum Beispiel habe ich jetzt kein schwarzer Pfeffer oder rote Paprika dazu gegeben, könnt ihr eventuell auch dazu machen. Das ist dann wie einer mal so mag. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gemacht habe, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal weiter teilt. Vielen Dank. Dafür brauchen wir Tomaten. Ich werde euch ein Rezept für 1 Kilo Tomaten schreiben und ihr könnt dann da weniger machen oder mehr. Weil wenn die 1 Kilo wird getrocknet, es wird sehr wenig trockene Pulver. Deswegen es kann man sogar 2 Kilo machen. 1 Kilo Tomaten habe ich vorbereitet, etwas bisschen mehr, weil wird dann abgeschnitten und dann haben wir dann 1 Kilo. 100 Gramm Knoblauch. Und dann brauchen wir Salz. Salz, wenn ihr besonders irgendwelche Kräutersalz macht, zum Beispiel Selleriesalz oder sowas, könnt ihr das nehmen oder ganz normales Salz. Ich habe jetzt noch hier Löwenzahnsalz, nehme den. Und dann brauchen wir natürlich, wenn es das Tomatengewürz, brauchen wir Basilikum. In meinem Fall habe ich diese Zitronenbasilikum und diese Thai-Basilikum, diese rote. In ganz normale grüne, das ja irgendwie war bei mir nicht besonders gut. Wirklich so eine kleinere Pflänzchen. So, was machen wir jetzt? Kann man die einfach so schneiden und auf den Blech legen und trocknen lassen oder Dörrgerät oder im Backofen, wer das alles so macht oder was jemand was hat. Oder kann man auch gleich alles pürieren, Tomaten und Knoblauch zusammen pürieren, bisschen Salz dazu geben und diese Masse, wie wir zum Beispiel Fruchtleder machen, auch genau so mit den Tomaten einfach diese Masse drauf machen, trocken lassen und dann die zerkleinern. Ich finde, das ist etwas bessere Variante mit den Pürieren, aber ihr macht es so, wie es euch bequem. Es kann so richtig trocken lassen, es muss richtig trocken sein, dass die Tomaten so wie kleine Steinchen rauschen. So zum Beispiel so. Das habe ich schon ein bisschen vorgetrocknet. Das sind die so eine kleinere Viertelchen Tomaten und so sehen die aus. Hört ihr? Wir raschen die. Dann werden die auch nicht schimmeln. Das ist jetzt nur als trockene Tomaten. Wenn ich brauche für meine trockene Gewürze machen, dann kann ich gleich mir dazu nehmen und die mahlen lassen. Wenn ihr wollt im Öl machen, dann etwas sollen die Tomaten etwas biegsamer sein. Wenn ihr das auseinander macht, darf kein Saft raustreten, aber die sollen ein bisschen biegsamer sein. Wenn die so ganz trocken, dann werden die auch im Öl so richtig trocken und dann schmeckt das nicht aufs Brot. Es ist so nur nebenbei. Dann nehme ich mein Zerkleiner und mache gleich da Tomaten und gleich immer ein bisschen Knoblauch dazu, die Mitte rausschneiden. Die Tomaten habe ich auch schon gleich abgewaschen. So, und noch ein bisschen Knobi. Ich mache dann in so ein Topfchen. Eventuell kann man auch alles vorschneiden in einen Topf oder ein großes Schüssel und mit dem Stabmixer auch klein machen. So sieht er dann jetzt aus. Nicht richtig fein, aber es ist absolut nicht schlimm. So, erstmal püriere ich alle Tomaten mit Knoblauch und dann sehen wir uns wieder.
So, Tomate und Knoblauch habe ich hier zerkleinert. Jetzt gebe ich noch dazu ungefähr so ein Teelöffel Salz. So, gut verrühren, dass den Salz sich richtig auflöst. Und dann kann man das auch schon gleich auf dem Backpapier drauf machen oder wenn ihr habt so eine Rahmen speziell dafür da drauf machen, kann man etwas absieben, diese Flüssigkeit, dass danach etwas schneller wird getrocknet. Und ich probiere es mit dem Sieb. Ich lasse es nur so ein bisschen abtropfen. Ich werde es nicht rühren, dass mir noch die Tomaten auch runterkommen. Deswegen lasse ich so für eine halbe Stunde nur ein bisschen abtropfen lassen. Schaut mal, es tropft einfach klares Wasser, klares Flüssigkeit. Und so lasse ich jetzt mal eine halbe Stunde abtropfen, ohne Rühren oben. Und dann machen wir das alles auf dem Backpapier. So, es sind jetzt nur 20 Minuten vergangen, aber schaut, wie viel ist es abgetropft. Ist bestimmt eine schöne Tasse. Und jetzt können wir auch schon drauf backen, weil es tropft wirklich sehr, sehr langsam. Dann schauen wir. Ja, schaut, jetzt ist was festerer Brei und dann wird es auch natürlich schneller trocknen. Als dünner machen wir Schicht, als schneller wird es trocken. Das reicht es. Das ist ein so ein spezielles Material für den Dörrgerät, habe ich mir mal bestellt. Und selber haben wir so ein Kästchen hier gebastelt. Die Ecke halten aber leider schon nicht gut und hier schon sogar gerissen. Aber es hat schon wirklich viel was durchgemacht. So, erstmal verteile ich jetzt eine komplette Tomatensoße auf den Blech und dann sehen wir uns wieder. So, von 1 Kilo, es wird nur 2 Bleche. So, und Tomatensaft, was hier Flüssigkeit abgegangen ist, kann man da in Tomatensoße oder Tomatensuppe reinmachen. Wenn ihr wird im Backofen das machen, dann bitte vergesst nicht, den bei der Tür einen Schlitz machen. Mit dem Holzlöffel oder Tuch einkleben, dass die Feuchtigkeit kann immer entweichen. Im Dörrgerät ist es schon dann so programmiert. Ich werde das trocknen lassen, ungefähr bei 60 Grad. Und als letzte werden wir noch unsere Basilikum aufteilen zum Trocknen. Ich mag diese Zitronenbasilikum auch sehr gerne zum Tee. Und rote Basilikum schmeckt auch sehr gut im Tee zusammen mit den russischen Estragon. Es ist wirklich so lecker und gesund. Was für so ein Duft steht jetzt bei mir hier in die Küche. Wahnsinn. So, das stelle ich auch jetzt trocknen. Und so Basilikum wird schon ungefähr nach 3 Stunden fertig. Und trockne ich ihn. Erstmal lasse ich ihn hier abwälzen. Und dann, wenn es in Dörrgerät, nur so bei 30 bis 35 Grad trocknen. Und wenn alles getrocknet ist, dann werden wir uns wiedersehen und ich zeige euch es weiter. So, liebe Freunde, nach 7 Stunden ist alles schon trocken. Schaut, ich habe schon hier angefangen so abzumachen, alles schon trocken. Es ist so eine Methode, das zu pürieren und dann trocken lassen. Dann haben wir noch ein bisschen abtropfen lassen, dass die Feuchtigkeit ist weg. Ist doch viel schneller und besser als zum Beispiel so mit Stücken die Tomaten zu trocknen. Die hatte ich gebraucht 12 Stunden im Dörrgerät. Jetzt können wir das alles abmachen und das geht wirklich sehr gut ab. Mit so einem Backschaber. Ich hatte jetzt diesmal nicht mit dem Öl angestrichen, sonst kann man auch mit Öl anstreichen. Aber es geht wirklich schön ab. Und werden wir das jetzt in so ein zerkleinern. Kann ich erstmal anfangen mit den Kräutern. Das ist die Basilikum. Hört ihr, wie rauscht? So trocken es soll sein. Bevor danach später nichts was schimmelt. Zu den Kräutern gebe ich noch ein bisschen getrockneter Knoblauch.
Ich habe das schon vorher vorgetrocknet, so ungefähr ein Esslöffel. Und wenn ihr möchtet, dieses Tomaten-Basilikum-Knoblauch-Gewürz irgendwie aufpeppen mit den anderen Kräuter oder Gemüse, könnt ihr zum Beispiel Sellerie oder Pastinaken dazu geben. Da habe ich das auch schon vorgetrocknet. Lauch, Porree oder was könnt ihr noch mal reinmachen? Das ist die Paprika. Da habe ich hier auch rote Paprika und die werde ich jetzt hier ein bisschen dazu geben. Aber das ist wirklich nach eurem eigenen Geschmack. So, mache nicht viel. Das habe ich schon alles vorgetrocknet für meine Gemüsebrühe für später. Und deswegen kann ich jetzt bei diesem Gewürz auch was dazu machen. Und werde es zerkleinern. Zerkleinern bis so ein Grad, wie es das euch selber gefällt. Ob das ihr sehr pulverisiert oder etwas bisschen noch mit kleinen Stückchen. So, jetzt ist hier ganz wenig und da kann ich schon von den Tomaten was dazu geben. Duftet sehr schön nach Basilikum und nach dem Knoblauch. Richtig schön angenehm. So, ich habe jetzt meinen Mix ausgetauscht auf denen, weil irgendwie dieses Messer schafft das nicht fein zu machen. Und wenn ich diese Messer nehme, dann sieht es so aus. So wie ich gerne möchte haben. So. Dann muss ich das alles umpacken und neu machen. Ja, es, mit diesem Messer klappt es nicht. Mit dem ist in Sekunden Zeit bitte schöne, fein gemahlen. So, erstmal mache ich es fertig und dann sehen wir uns wieder. So, sind wir fast fertig. So ein Gewürz haben wir jetzt rausbekommen und so viel. Hier könnt ihr mal jetzt noch einen Teelöffel Salz dazu zu dieser Mehl geben. Ich habe noch hier getrocknete von letztes Jahr grüne Basilikum, davon nehme ich auch einen Teelöffel. Dann von dem Bärlauch kann man auch nehmen, auch so einen Teelöffel. Und wenn ihr mögt, der Oregano kann man auch nehmen, halber Teelöffel. Alles gut miteinander verrühren. Und dann noch so eine Sache. Ich mache so, wenn ich die Kräuter oder Gemüse so puriere, dann mache ich nochmal dieses poriertes Gemüse nochmal kurz im Backofen. Ungefähr vielleicht so 10-15 Minuten höchstens. Mache aber kein Umluft, sondern heize erstmal den Backofen vor, so auf 50-60 Grad. Dann mache ich den aus und streue auf das Blech dieses Pulver. Und nach 10-15 Minuten merkt ihr selber, er wird viel so pulverisierter, viel trockener. Und nur dann mache ich die in die Gläser. Ich nehme gerne die Honiggläser dafür. Dann kann man das verwenden, überall kann man das verwenden, ob das bei den Gemüse oder Backofengemüse, Salaten, sogar bei dem Marinieren von dem Hähnchenfleisch. Es wirklich auch vielseitig anwendbar. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig und ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und jetzt kommen die sehr viele Tomaten, reifen die nach und kann man die auch so auch haltbar machen. Wenn ihr das nachgemacht habt und natürlich, wenn euch das gefallen, würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!